Als Stefan Sindera am nächsten Vormittag zum Dienst erscheint, trifft der Polizeioberkommissar schon auf dem Parkplatz der Wache auf seinen ersten Einsatz des Tages. Felix! Hallo! Kann ich Ihnen irgendwie helfen vielleicht? Nee, danke. Ich muss zur Polizei. Hallo, Felix! Ach so, ja. Ich weiß, ich sehe jetzt in Zivil aus, aber ich fange jetzt gleich meinen Dienst an. Ich gehöre zur Wache, ich bin Polizist. Ah, ja, können Sie mir vielleicht helfen? Ich kriege die Tür nicht Was auf. Was ist denn das Problem genau? Ja, das ist Felix, mein Freund. Ich hatte ihn gerade auf einer Parkbank in Mülheim gefunden. Ja, und der hat sich eingeschlossen gerade hier, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich öffne die Tür nicht mehr auf. Das ist natürlich schlimm. Hallo! Der hat da Blut an der Nase. Wo kommt das denn bitte her? Ja, ich hatte die Vermutung, dass er vielleicht überfallen worden ist und bin deswegen direkt hierher. Also ich... Oh, Moment. Papa? Hey, ja. Ja, ich bin auf der Wache. Ich hatte Felix in Mülheim gefunden und bin direkt zur Wache gefahren. Ja, der hat so eine Verletzung an der Nase. Ich dachte, er wurde vielleicht überfallen. Kannst du bitte kommen? Zur Wache in Mülheim. Ja, super, danke. Ja, mache ich. Ciao. So, jetzt versuchen Sie mal aufzumachen, bitte. Felix, los! Ich muss sonst hier die Scheibe einschlagen, ja? Rausch können Sie woanders. Na, es geht. Endlich. Gut, gut, gut. So, nee, jetzt fallen Sie mir da aber nicht raus. Ja, er ist besoffen. Er ist besoffen. Okay, dann bleiben Sie noch mal einen kurzen Moment. Stefan Sindera und die besorgte Freundin bringen den stark alkoholisierten Mann in den Vernehmungsraum. Dort kommt der 25-Jährige langsam zu sich. Ich habe extra mal einen starken Kaffee mitgebracht. Ein bisschen Ausnüchterungshilfe. Ja, nicht süß und... Ach, zu heiß. Nicht süß und nicht blond, wollte ich sagen. Schmeckt Ihnen wohl nicht mein Kaffee? Kannst keinen kalten Kaffee kochen? Offenbar nicht. Also, was ist denn das Letzte, an das Sie sich erinnern können, sofern Sie was sagen können? Ich war auf der Party und hab wahrscheinlich zu viel getrunken. Mir war total schlecht vom Alkohol und dann wollte ich die Party nicht versauen und bin halt heimlich nach Hause. Ja, aber der hat sogar einen Schlüssel gehabt. Ja, daran habe ich gar nicht gedacht. Sind Sie noch gefahren? Nee, gelaufen. Okay, und da sind Sie in diesem Park irgendwann gelandet? Ja, genau. Ich war dann im Park und bin dann überfallen worden. Von irgendwelchen Fremden, keine Ahnung. Mehrere Personen? Ja, ja. Von wem denn? Kanntest du die? Nee, keine Ahnung. Wie viele Personen waren das denn? Vielleicht drei oder doch einer. Nee, es müssten eigentlich mehrere gewesen sein, ja. Erinnerst du dich nicht daran? Nee, der eine war, glaube ich, groß und, ja, nee, klein und hatte so helle, dunkle Haare irgendwie, weiß es nicht mehr. Und okay. Haben die auch irgendwas gefordert von ihm? Gab es da vorher irgendwas? Also, die sind einfach zu ihm gekommen, haben draufgehauen und das war's? Ja, die wollten meine Sachen halt klauen, denke ich mal. Was wurde dir denn geklaut? Ja, genau, was fehlt denn? Weiß ich nicht. Gucken Sie mal bitte, ob Sie Portemonnaie und alles noch bei sich haben. Wie weit ist denn dieser Park weg von dieser Location, wo diese Party stattfand? Weil das Interessante wäre für uns, ist ihm jemand von der Party vielleicht nachgegangen, der seinen Zustand gekannt hat? Oder war das jetzt einfach ein Zufall, dass da ihm irgendjemand im Park jemand begegnet ist? Ist alles da, ja? Ja, anscheinend schon. Im Portemonnaie auch noch alles drin. Schauen Sie mal nach, ob ein Portemonnaie, Ausweis, Geld etc. Nee, aber wir hatten ihn eben im Mülheimer Stadtpark gefunden und die Feier war auch in Mülheim, also es ist nicht weit. Ja, das ist eigentlich... Also, das ist ja schon ungewöhnlich, ne? Also sie werden überfallen, zusammengeschlagen, also überfallen in Anführungsstrichen, um das zu stehlen oder zu rauben. Und es ist alles noch da. Kommen Sie mit. Er musste dann dringend die Toilette aufsuchen. Ich habe ihn natürlich begleitet. Es ist natürlich immer wichtig, auf so stark angetrunkene Personen ein besonderes Augenmerk zu haben. Gerade wenn sie sich übergeben, kann immer mal eine Bewusstlosigkeit später eintreten, Erstickungsgefahr etc. pp. Eventuell spielt hier auch ein persönliches Motiv eine Rolle. Das heißt, jemand war nur darauf aus, ihn irgendwie zusammenzuschlagen. Okay. Hat er irgendwelche Feinde? Oder gibt es jemanden, den ihn nicht mag? Um ehrlich zu sein, versteht er sich nicht sonderlich gut mit meinem Vater. Was heißt denn, die beiden verstehen sich nicht so gut? Naja, also mein Freund Felix, der ist halt arbeitslos und ich hole momentan das Geld für uns beide und mein Vater ist davon nicht sonderlich begeistert. Kein Vater der Welt, glaube ich. Ja, hält ihn für sehr faul. Ist Ihr Vater? Der war ja auch auf der Party. Ja. Was war das nochmal für eine Party? Das war der 50. Geburtstag von meiner Stiefmutter Anne. Ah, okay. Und Ihr Vater, haben Sie vielleicht gesehen, dass er Ihrem Freund irgendwie gefolgt ist? Nee.
Okay. Ist mir nichts aufgefallen. Habt Ihr Vater denn in der Vergangenheit immer irgendwie Schläge angedroht oder ihm überhaupt mal gedroht? Nein. Ich war auch die Nacht mit ihm in Kontakt, weil wir ihn ja gesucht haben. Also eigentlich kann ich mir da nichts vorstellen. Während sich Stefan Sindera nach dem Gesundheitszustand des 25-Jährigen erkundigt, stürmt plötzlich der Vater von dessen Freundin die Wache. Schönen guten Tag. Guten Tag. Nicht mit mir reden. Was machst du hier? Ich hab den Felix. Was ist denn jetzt hier los? Das ist meine Tochter und die ist bei der Polizei. Und was, Felix? Ja, auf der Parkbank, geblutet. Gegen Felix bist du hier? Ja. Ah, das ist gut. Sie sind der Herr Meister. Ja. Dann setzen Sie sich bitte hin. Mein Name ist Sindera. Ich bin hier bei der Polizei beschäftigt. Ja. So, Ihr Name ist Meister. Ja, Sie Peter sind Meister. Peter Meister, das freut mich sehr. Ja, das habe ich jetzt schon mitbekommen. Wo kommen Sie denn gerade her? Von zu Hause. Von zu Hause. Und wo waren Sie in den letzten Stunden? In den letzten Stunden? Wir hatten die Geburtstagsfeier von meiner Frau und waren zu Hause und keiner war da. Und ja, plötzlich denkt man sich, macht man sich Sorgen. Ich weiß nicht, haben Sie Kinder? Keine Ahnung. Und seitdem die diesen komischen Pfiffi da hat, da muss man ja immer aufpassen. Papa. Nee, nicht, überhaupt nicht auf Papa. Und dann ruft man das Kind an und wo ist es? Auf der Polizeiwache. Ja, weil es gab ein Geschehnis, dass Ihren Pfiffi in Anführungszeichen offenbar hierher gebracht hat, weil er im Park zusammengeschlagen wurde. Ach, warst du dabei? Bist du auch verletzt? Hat man dir irgendwas getan? Ach nein, Papa, ich habe ihn doch gefunden. Ich habe dich doch angerufen. Ja, von daher würden wir... Sie haben ihn jetzt eingesperrt. Wie eingesperrt? Nein. Wieso sollen wir jemanden denn hier einsperren, weiß der nichts gemacht vielleicht hat? Vielleicht tut ihm das mal ganz gut. Wir sind ja noch mitten in einem... Felix ist verletzt, hast du es nicht verstanden? Ja, Felix ist verletzt, nicht du. Ja. Und da bearbeiten wir momentan die Anzeige wegen eines Körperverletzungsdeliktes. Aber was haben wir damit zu tun? Na, oh, komm doch jetzt mal mit. Mein Gott, Ihre Tochter ist mein Freund. Ja, und hast du ihn geschlagen? Nein. Ich habe ihn nicht geschlagen? Oh. Oh, Herr Meister, Sie sind jetzt alleine hier, oder? Nein, meine Frau wartet im Auto. Kann man mit der vielleicht auch sprechen? Weil ich hätte einige Fragen zu der Party und zu dem Verlauf, was sich da gestern abgespielt hat. Wann auch... der Herr Riemann die Party verlassen hat und ob vielleicht Ihre Frau jemanden gesehen hat, der ihm vielleicht gefolgt ist. Haben Sie da jemanden vielleicht gesehen? Nein, da war auch nichts. Das ist, da hat sich... Denken Sie mal gut drüber nach. Bevor wir gegangen sind, hatte der sich noch mit meiner Frau eine Köppe. Aber das passiert ja auch öfters. Ich meine, ich find's wie eine Köppe? Warum? Sie haben sich gestritten, ich weiß es nicht. Ich wollte Bier holen, bin runter in den Keller gegangen. Und dann waren die da, waren sich da so ein bisschen lautstark am Unterhalten und am Streiten. Aber als ich kam, war dann plötzlich Ruhe. Das passiert aber öfters. Weil jetzt hat es sich... Der gammelt ja nur bei uns zu Hause rum. Herr Meister, jetzt hat es sich doch schon vollkommen gelohnt, dass Sie hier Platz genommen haben. Das ist doch eine super Information. Das heißt, es gab schon eine... Ja, weil es gab offenbar schon... Verdächtigen Sie jetzt meine Frau? Ich verdächtige niemanden. Nur wir müssen natürlich jeder Spur nachgehen. Soll ich sie reinholen? Soll ich sie Ihnen... Ja, perfekte Idee. In der Zwischenzeit kommt es Tobias Hübner merkwürdig vor, dass der 25-Jährige immer noch nicht von der Toilette zurückgekehrt ist. Na, ich will einmal ganz kurz gucken, wie es ihm geht. Ich habe die ganze Zeit nichts von ihm gehört hier. Wie heißt er nochmal? Riemann. Herr Riemann. Hallo? Herr Riemann? Stefan? Ja? Herr Küche, ich soll eine Zange. Mach sie einmal holen, dass sie aber die Tür aufregen. Ja. Hat er sich eingesperrt? Ja, ja, keine Antwort nicht. Wie geht's ihm? Alles gut? Ich schau gleich mal nach ihm. Er antwortet gerade nicht. Willst du ihn da raus? Ich guck mal. Nee, dem geht's nicht gut. Wahnsinn. Bleiben Sie mal da. Brauchst du Hilfe oder kriegst du ihn da allein raus? Ja, das ist zu eng hier. Bleib draußen. Ich hol ihn da mal raus hier. Der ist, glaube ich, ein bisschen unpässlich gerade. So, können Sie mir. Dem ging es ja nicht so gut. Ach Gott, das ist ja das Gegenteil von ihm. Ihm ging es ja nicht so gut. Ja. Gott, das braucht es. Wir müssen hier vernünftig hinlegen. Herr Riemann. Hallo? Pass mal auf, ich ruf doch ein RTW. Ja, mach das. Herr Riemann. Herr Riemann. Mach, guck da. Hallo. Da liegt ja der Lappen. RTW ist unterwegs. Ja, alles klar. Dankeschön. Felix. Herr Riemann, hören Sie mich. Hallo. Elina. Was ist denn passiert?
Also er atmet wieder. Ne? Ja, ja, ja. Ist ja gefallen, dass er dir Nase blutet. Ich gehe mit den Herrschaften nochmal ins Büro. Ich kümmere mich, alles gut. Okay. Kommen Sie nochmal bitte mit. Das machen wir jetzt alle 14 Tage. Nicht einschlafen. Älteren Alters. Nicht. Danke. Okay. Na? Schönen guten Tag, Sindera mein Name. Hallo. Sie sind die Frau... Genau, ich bin die Frau... Meister. Okay. Liebe Frau Meister, und jetzt habe ich mitbekommen, dass es offenbar auch einen Disput zwischen Ihnen und Ihrem, wie gesagt, mutmaßlichen Schwiegersohn ins B, dem Herrn Riemann, gestern gegeben hat auf der Geburtstagsparty. Worum ging es da? Das war aber nicht der Rede wert. Es ging mal wieder um den Haushalt. Der Felix hilft halt einfach nicht mit. Der ist halt immer auf seiner faulen Haut und ich kann den ganzen Haushalt alleine machen. Ich weiß nicht, ob Ihr Mann Ihnen das draußen gesagt hat. Er ist halt zusammengeschlagen im Park aufgefunden worden. Oh. Wir fragen uns, ob die Party damit was oder im Zusammenhang mitstehen könnte, ob ihm da vielleicht jemand aufgelauert hat hinterher, ob vielleicht jemand auch angestiftet wurde, ihn zusammenzuschlagen, aufgrund seiner Art, wie er ist. Und jetzt frage ich mich, wenn es da einen Disput zwischen Ihnen und dem Freund Ihrer Tochter gab, ob Sie da vielleicht ein Motiv hätten. Während ihrer Aussage bemerkt Stefan Sindera den auffälligen Ring der 50-Jährigen. Der Polizeioberkommissar sieht einen eindeutigen Zusammenhang. Das ist ungefähr das gleiche Muster, der gleiche Abrieb, würde ich sagen, den ich auf der Nase... Genau, hier, guck mal, am Ring sehen Sie jetzt hier, das meine... Das nehme ich als Kompliment. Vielleicht gab es ja gestern in dieser Auseinandersetzung auf der Party einen Schlag von Ihnen. Weiß ich nicht. Wollen Sie mir das da unterstellen? Nee, ich frage mich nur, was da passiert ist. Ach, ja, es ist da noch was vorgefallen. Ich was? Hä, was denn? Ja, ich wollte das euch eigentlich nicht sagen. Oh. Der Felix war ja ein bisschen angetrunken gestern und da war er in der Küche. Und da hat er mich sexuell belästigt. Was? Was hat er? Es tut mir leid. Warte mal. Nee. Sie lügt. Wer lügt? Die... Sie lügt. Handy. Oh, Handy. Was? Ihr Handy? Als die angehende Schwiegermutter von dem Herrn Riemann die Wache betreten hat und ihre Version der Geschichte erzählt hat, haben wir das natürlich im Flur mitbekommen. Und auch der Herr Riemann, der so gerade zu sich kam in dem Moment, der hat das auch gehört. Und er konnte mir dann noch so zu verstehen geben, nein, sie würde lügen und hat auf sein Handy verwiesen. Und zum Glück habe ich da noch drauf geschaut. Ich hab mir unter den Rock gegriffen und an die Brüste. Und dann bin ich halt Felix ausgerastet. Ja, und da ist mir die Hand ausgerutscht. Und deswegen ist das vielleicht auch mit dem Ring passiert. Der hat dann direkt das Weite gesucht. Okay, das heißt, Sie haben sich gewehrt. Ja, das war immer völlig klar. Nee, was völlig berechtigt ist in diesem Fall. Ne? Wenn er Ihnen da unsittlich unter den Rock greift, ne? Abwehrreaktion. Bin ich vollkommen bei Ihnen. Also das kann ich jetzt, also... Das heißt, der Schlag könnte dann von daher stammen. Das heißt, die Frage wäre dann natürlich, gab es überhaupt diesen Überfall im Park? Wer ist das denn? Anne, das sind... Guck mal, alles Bilder von Anne. Kommen Sie mal hoch, bitte. Schaffen Sie es? Vorsicht, ich helfe Ihnen ein bisschen. Kommen Sie mal mit. Also wegen sexueller Nötigung, das können wir alles ganz normal in einer Anzeige aufnehmen. Ja? Ja, aber das müssen sich auch nicht. Familie und das will ich nicht. Nee, das hat mit Familie gar nichts zu tun. Ne? Sondern wenn sowas passiert, dann können wir das ganz normal aufnehmen. Ja. Das liegt dann natürlich an Ihnen. Ne? Ja, können die beiden jetzt gehen oder? Was ist denn? Moment. Also er ist jetzt einigermaßen zu sich gekommen. Ne? Er konnte mir noch sagen, dass das auf seinem Handy irgendwas sein sollte. Magst du einmal schauen? Ich habe auch das alles. Noch einmal auf den Namen achten oben. Heißen Sie Anne Meister? Ja. Wo er halt ist, wo du bist. Natürlich schreibe ich mir die Wohnung. Du meine Frau. Es geht um Inhalt. Ja. Wieso? Was ist denn da? Das sollen Sie eigentlich wissen, ne? Was ist das? Das sind deine! Ja, aber die habe ich zu dir geschickt. Was hab ich die deine? Was hast du? Das habe ich ja zu dir geschickt. Zu mir? Ich habe von dir keine Tittenbilder gekriegt. Nein. Was ist denn jetzt hier du los? Lass mich mal ausreden hier. 1000 Euro hat sie mir versprochen, wenn ich mit dir schlafe. Bitte? Nein, der spinnt. Entschuldigung? Doch, und wir haben miteinander geschlafen. Was? Ich hab... Was machst du jetzt mal? Wenn du meinst, du bist hier der Polizeiberuf bringt so einige Sachen mit sich. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass man sich die Situation nicht immer aussuchen kann. Auch nicht die Person, mit der man in der Situation zu tun hat. In diesem Fall war die Person deutlich über 2,10 Meter. Und auch denen muss man sich stellen. Also. Wenn du so gerne mit meiner Familie kuschelst, dann erkennst du mich jetzt an der Reihe. Okay. Also, ich würde Ihnen empfehlen, in nächster Zeit nicht das Haus Ihrer Freundin aufzusuchen, falls es überhaupt noch Ihre Freundin nie mehr ist. Ich hab's nur für uns getan. Lass mich!
Falls Sie, das sage ich Ihnen jetzt im Vorfeld, falls Sie noch irgendwelche Sachen haben, dann bitte postalisch oder schicken Sie einen Freund, der holt die Sachen da ab. Werfe ich aus dem Fenster, kein Problem. Sie bleiben gleich hier. So. Wegen, dass ich Ihnen gerade natürlich gesagt habe, dass Sie eine Anzeige machen können wegen sexueller Nötigung etc. Das geht natürlich nur, wenn es wirklich so passiert ist. Wenn jetzt... Ich weiß nicht, was Sie kommen, ist ein Gewerbeschein. Prostitution. Ja, ja, okay, alles klar. Koffer packen. Kann er mal den Sabbel halten? Flitzchen doch. Ja, ich bitte Sie jetzt, die Wahrheit zu sagen. Der Sex hat einvernehmlich stattgefunden. Haben Sie ihm 1000 Euro dafür geboten, ja oder nein? Ja, ich habe ihm 1000 Euro geboten. Okay. Sie sind geschlagen worden von der Dame. Wie ist das passiert? Sie hat mir die 1000 Euro geboten eigentlich, ja. Und dann haben wir miteinander geschlafen, dann wollte ich mein Geld. Ja. Und dann habe ich sie nochmal darauf angesprochen, also ja, die ganze Zeit habe ich sie festgenagelt, weil ich mein Geld wollte. Ja. Und dann ist der Streit halt eskaliert, sie wollte es mir nicht geben. Boah. Und dann hat sie mir mit ihrem Ring im Streit... Ja, er hat mich halt geschubst. Das heißt, Sie haben... Ich würde eigentlich beiden gerne eins sie hat, das heißt, Sie haben die 1000 Euro dann nicht bezahlt? Nein. Weil das war ja kein richtiger Sinn. Das war für Sie nicht 1000 Euro wert? Nein. Na gut, das ist eigentlich fast schon Vertragsrecht. Das wäre für mich allerdings ein zivilrechtlicher Anspruch. Den können Sie ja dann bei einem guten Anwalt geltend machen. Aber bei mir! Die 50-Jährige muss sich wegen Körperverletzung verantworten.